Hi Leute und willkommen zurück zu Alan Wake 2. Wir sind zurück in der Hexenhütte. Im letzten Part haben wir nur lauter Nebenquatsch gemacht, haben ein bisschen was an Stuff bekommen. Bin ich auch sehr froh darüber, dass wir es doch gemacht haben, denn es gab halt diese Upgrade-Materialien für Waffen, was sehr, sehr nice war. Plus wir haben diese schönen Anhänger hier bekommen. Ja, also man kann es auslassen, wenn man will. Es ist jetzt nichts so Besonderes. Ich glaube, es gibt noch mehr Anhänger irgendwo im Spiel. Und auf einmal, man kann irgendwie jetzt auch doch Schubladen aufmachen, haben wir festgestellt. Und hier in der Hexenhütte ist jetzt auch eine Schublade, die man aufmachen kann. Weshalb auch immer. Die habe ich vorher nicht gesehen und ich stand vorher schon mal da dran. Hundertprozentig. Wir saven hier einmal, damit ich nicht später zurück muss. Und wir gehen anscheinend zurück zum Parkplatz. Nicht doof, wir müssen andersrum, weil sie aus irgendeinem Grund den Weg hier versperrt haben. Nö. Ich schwöre, ich gehe außen rum. Ich schwöre, ich gehe so den Weg außen rum, wenn es sein muss. Wir gucken, ob die hinterherkommen oder ob die nur da sind. Weil unbedingt mit denen schießen will ich mich jetzt nicht. Ich hätte gerne die Munition behalten. Die scheinen nicht hinterherzukommen. Hier runter? Natürlich nicht. Was? Die Tiere hielten sich vom Ufer! Also ja, wir würden natürlich auch
Muni wieder kriegen wahrscheinlich, wenn wir die töten. Aber... gar keinen Bock drauf. Und wir kommen wahrscheinlich safe nochmal hierher. Denn ne, wir brauchen immer noch einen Schraubenzieher. Hier wollte ich gucken. Ne, das hatte ich mir angeguckt. Hier. Ich muss das zerschneiden. Genau. Und hier müssen wir auch später nochmal her. Also wir kommen hier nochmal her irgendwann, irgendwie. Moment, war hier dann ein weiter. Da. Okay. Bringen wir jetzt Alan in die Stadt. Er sitzt schon im Auto. Bereit. Let's go. Mr. Wake, wir bringen Sie zur Außenstelle in Bright Falls. Machen Sie sich frisch, bevor wir genauer reden. Hey Mama, bevor du irgendwas sagst, es geht mir gut. Papa hätte dir gar nicht schreiben sollen. Logan, ich habe nichts erhalten. Was ist los? Es geht mir gut. Ich bin nur ausgerutscht. Meine Güte, ist doch halb so schlimm. Gib mir deinen Vater. Okay. Papa, Mama ist dran. Keine Sorge, Schatz. Logan hat sich in der Dusche den Kopf gestoßen und jetzt eine leichte Gehirnerschütterung. Ich behalte sie im Auge. Hätte ich sie nicht gehört, hätte sie ertrinken können. Herrgott, David. Warum hast du nicht angerufen? Lol. Ich hab's versucht. Hat nicht funktioniert. Wirklich, es geht ihr gut. Aber was ist mit dir? Du klingst gestresst. Nein, es ist... nur ein merkwürdiger Fall. Naja, wenn du einen Tipp brauchst, meine Brettspielerfahrung sagt mir, dass Oberst von Gator der Täter war. Ich halte die Augen nach ihm offen. Ich liebe dich. Also, ich dich auch, Schatz. Das Kind wäre fast... willst du noch mal Logan? Ertrunken. Sag ihr, ich hab sie lieb. Wie Rose Diner gesagt hat. Ja. Möchten Sie, dass wir jemanden kontaktieren, Mr. Wake? Sie waren lange fort. Nein. Nein. Zu gefährlich. Sie wird mich holen. Okay, reden wir über etwas anderes. Robert Nightingale. Kennen Sie ihn? 2010 waren Sie beide hier. Das Dunkel schnappte ihn damals. Die letzte Begegnung. 13 Jahre. Erzählen Sie uns von den Seiten. Sie hatten sowas wie eine Titelseite bei sich. Return. Heißt so die Geschichte auf diesen Seiten? Der Name des Autors wurde ziemlich forsch durchgestrichen. Doch man kann ihren Namen darunter erkennen. Vergeudet. Ja. Scratch.
Haben Sie diese Seiten verfasst, Mr. Webb? Ich versuche, mich zu erinnern. Es ist ein verrücktes Durcheinander. Ein Albtraum. Es macht keinen Sinn. Ich erinnere mich. Danke, willkommen. Wir haben eine tolle Show für euch vorbereitet. Alan Wake ist hier. Alan Wake, einer meiner Lieblingsschriftsteller, ist heute bei uns zu Gast. Und er erzählt uns was über sein neuestes Buch. Oh. Und wie immer begleitet uns unsere Hausband, die Old Gods of Asgard. Oh, Scheiße. Dann leg mal los, ihr verrückten Wikinger. Ich war in einer Talkshow? Ich wachte an Orten auf, ohne zu wissen, wie ich dorthin gelangt war. Ich hatte die Kontrolle verloren. Ich brauchte kein weiteres Verbrecherbild in den Boulevardblättern. War ich bereits in der Show gewesen? War das eine Aufzeichnung? Dem Meister des Verbrechens und des Horrors. Ein herzliches Willkommen, Alan Wake. Heißen wir nun Alan Wake willkommen, den Bestseller-Autor. Das kreative Genie hinter den äußerst beliebten Alex Casey-Büchern. Den Meister des Verbrechens und des Horrors. Ein herzliches Willkommen, Alan Wake. Wow! Ah! Schön, Sie zu sehen, Alan. Willkommen zurück in der Show. Danke. Kommen Sie, setzen Sie sich. Ja. Ah. Oh, Mann. Immer wieder schön, Sie zu sehen, Alan. Ha, muss eine aufregende Zeit für Sie sein. Sagen Sie, wird es denn nie langweilig? Was soll langweilig werden? Neues Buch rauszubringen. Alles okay? Sie sehen so aus, als hätten Sie sich ein paar Jahre zu lang im Writers Room eingeschlossen. Ja, aber genauso fühle ich mich auch. Wissen Sie, ich habe so lange gewartet, die Fortsetzung von Departure in die Finger zu kriegen. Das offene Ende war gemein. Wir alle wollen wissen, was "Das ist kein See, es ist ein Ozean" wirklich bedeutet. Wüsste ich auch gern. Nun, das Warten hat ein Ende. Ihr neues Buch, Initiation, ist ab morgen erhältlich. Was? Das ist genau die Frage, die sich jeder Leser stellen wird. Dieses Buch ist bewusstseinserweiternd, sehr intellektuell. Wie würden Sie es beschreiben? Ein autofiktionales Gedankenexperiment? Eine Horrorgeschichte? Eine postmoderne Detektivgeschichte? Sekunde, da stimmt was nicht. Ich habe nichts geschrieben. So ein bescheidener Mensch. Okay, ich bin reingefallen. Guter Witz, wirklich witzig. Aber ja, ich muss gestehen, ich habe das nicht geschrieben. Ansonsten würde ich mich ja dran erinnern, oder? Oder vielleicht hat es ja ihr böses Double geschrieben. Ah, super gespielt, Mann. Verdammt gute Vorstellung. Sie spielen diese Rolle und tun so, als würden sich Buch und Realität überschneiden. Sehr meta, wirklich. Also, Initiation erzählt die Geschichte des fiktionalen Schriftstellers Alan Wake. Er sitzt in einem Albtraum fest und versucht verzweifelt, das Manuskript eines Romans zu finden, von dem er vergessen hat, dass er ihn geschrieben hat. Die Geschichte spielt in New York, aber vielleicht ist es eine ganz andere Stadt. Dort wird er von seinem dunklen Doppelgänger gequält und von Visionen eines fiktiven Detektivs geleitet. Ganz genau, Alex Casey kommt auch in dem Buch vor. Gut, dann machen wir eben einfach so weiter. Zieht mich ruhig durch den Kakao. Naja, genau darauf lässt man sich doch bei Autofiktion ein, oder? Aber mal im Ernst. Ich fand das
Konzept der Realitätsstruktur in ihrem Buch faszinierend. Sie erinnerte mich an Matrix. Der Schriftsteller ist physisch im Writer's Room, gefangen. Und projiziert sich durch die Geschichte, die er schreibt, in diesen dunklen Traum von New York hinein. Wie eine Astralprojektion. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist vollkommen korrekt. Nur weiter so, ich sollte mir Notizen machen. Das ist krasser Stoff. Notizen für den anderen Alan Wake in seinem Zimmer, während wir hier sprechen? Sind wir alle Teil Ihrer Geschichte, Alan? Puh, wow. Puh. Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute mit Ihrem neuen Buch, Alan. Hoffentlich verkauft es sich so gut wie die Alex Casey-Serie. Initiation erscheint also morgen. Und anschließend werden wir voller Vorfreude auf den krönenden Abschluss Ihrer spannenden Trilogie warten. Ein Buch namens Return vielleicht. Mann, oh Mann. Danke für eins der seltsamsten Interviews in meiner gesamten Karriere, Alan. Nach all dem Gerede über Meta-Erzählungen rechne ich fast damit, nach dieser Szene zu verschwinden. Hallo? Ich drehe durch. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich musste nach Hause. Zu Alice. Okay. Also das, was er eben jetzt gesagt hat, machen was wir. Was zum Teufel war das für ein Interview? Eine Art Witz? Initiation? Ich habe ihm ja ein Buch namens Initiation geschrieben. Fühlte sich wie ein Albtraum an. Eine gute Horrorgeschichte. Das Kapitel heißt ja Initiation. Old Gods of Asgard. Der Name klingt vertraut. Das ist aus dem ersten Teil. Ein paar alte Rocker, die in der Stadt lebten. Ich weiß nicht, ob die noch am Leben sind. Mr. Door. Ich war am Ende. Ich hatte noch nie von dieser Talkshow oder Mr. Door gehört. Nicht schien richtig. Verlor ich meinen Verstand? Nee. Ich dachte, wir hätten auch einen Raum, aber auf der Raumtaste passiert nichts. Code. Hey! Jemand hat mich eingesperrt! Hallo! Scheiße! Jetzt muss ich den Code selbst finden. Toll. Code. Code. 665. Geht das auch hier mit? Nope. Easy, wenn da so große Zahlen an der Wand stehen. Nein. Maske. Da war irgendwas. Eine kaputte Übertragung, die ich nicht ganz ausmachen konnte. Dann lass sie an, wenn du sie nicht ausmachen kannst. Was war das? Eine Nachricht? Unmöglich zu sagen. Ach, ich muss das doch gucken. Scheiße, jetzt habe ich es verpasst. Ich habe gedacht, es wäre nur so zur Ablenkung. Aber war wohl ein Hinweis. Nicht gut, wenn wir das jetzt brauchen. Dann muss ich neu laden.
habe wieder was mit Black Magic umgeworfen, okay. Computers. Irgendetwas war mit mir im Studio. Ich musste verschwinden. Als ich aus dem Albtraum erwachte, schnappte ich nach Luft wie ein Ertrinkender. Fühlte sich vertraut an. Dann erinnerte ich mich wieder daran, wie lange ich hier geschrieben hatte. Oh. Okay. Jetzt sind wir in seinem Raum. Und er hat alte Tafeln. Eine Handlungstafel zur Planung einer Geschichte. Auf den Karteikarten stand der Albtraum, den ich erlebt hatte. Eine Zusammenfassung der Geschichte. Aber auch andere Notizen. Warnungen. Ich hatte sie verfasst. Ich konnte mich nicht an ihre Bedeutung erinnern. Der Name Scratch machte mir Angst. Ich konnte den Worten vertrauen. Ich musste sie befolgen. Schreib, um zu entkommen. In einem Albtraum aufgewacht, in der Talkshow dachte ich, okay, auf Dank. Ja, geohrt, gefangen, schreiben zum Bekommen. Alice. Okay. Ich musste mehr schreiben. Let's go. Also das passiert jetzt nicht aktuell. Das ist das, was er erlebt hat, während er in der dunklen Welt war. Aber was ich noch also wusste, bevor war, dass wir meine gerettet Gedanken wurden jetzt Ideen von der an FBI diesem dunklen Lady? Ort manifestieren konnten. Ich nutzte meine Texte, um aus diesem Raum zu entkommen. Wie ein Tiefseetaucher immer tiefer gehen, um einen Ausweg aus diesem Gefängnis zu finden. Dieser Raum war mein Boot. Die Texte meine Rettungsleine. Bei der Talkshow würde ich wieder loslegen. Wir haben heute eine tolle Show für euch. Ein echter Leckerbissen für alle Alex Casey-Fans da draußen. Alex Casey höchstpersönlich wird bei uns sein. Aber ja, Sam Lake, liebe Zuschauer, der Mann, der für die Filmreihe dem berühmten Detektiv sein Gesicht geliehen hat. Und wir haben auch Alan Wake hier, den Bestseller-Autor, dessen Bücher den Filmen als Vorlage dienen. Legen wir los! Okay, wir müssen wieder. Willkommen zurück zu unserer Show. Also, Alan, als der Schöpfer dieser Figur, was halten Sie davon? Wie bitte? Oh, die Frage ist vielleicht ein wenig unangenehm, da er direkt neben Ihnen sitzt, aber was halten Sie von ihm in der Rolle des Casey? Haben Sie ihn sich so vorgestellt? Er sieht exakt so aus, wie ich mir Casey immer vorgestellt habe. Es ist unheimlich. Danke. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich bin ein großer Fan Ihrer Bücher. Und,
Was ist das Problem, Alan? Denn Sie haben bei mehr als einer Gelegenheit Ihre Vorbehalte gegenüber den Adaptionen geäußert. Das ist es nicht. Sie sind etwas Eigenständiges. Sie haben andere Entscheidungen getroffen. Mir liegen meine Geschichten sehr am Herzen und die Adaption. Ich weiß nicht. Ich denke, es wäre schön gewesen, wenn man mich mehr involviert hätte. Aber in dem Fall hätten Sie das hier nicht gesehen. Wir haben einen Ausschnitt aus dem neuesten Film Murder Case Casey. Sollen wir ihn abspielen oder wollen Sie erst was sagen, Sam? Nein, spielen Sie ihn ab. Diese Stadt war eine Narbe, die nicht verheilen wollte. Der Regen brachte sie zum Eitern. Sie brauchte die Sonne, aber es gab nur Dunkelheit. Ich war müde. Die Schlaflosigkeit umhüllte mich wie eine Plastikfolie. Ich beobachtete die Welt durch ein regennasses Fenster, in dem mein Spiegelbild die Aussicht verklärte. Ich habe versucht, den vermissten Schriftsteller zu finden. Mein einziger Anhaltspunkt für dieses verkommene Mysterium war eine Tischlampe in Form eines Engels. Woo! Einfach super. Murder Case Casey. Gute Arbeit, Sam. Sehr spannend. Und auch sehr meta. Wir freuen uns schon, mehr zu sehen. Moment, stopp! Was war das mit dem Schriftsteller? Und der Lampe? Okay, wir kriegen unsere eigene Taschenlampe. Nice. Müssen wir die nur finden? Okay, wir können immer wieder zurück einfach. Aber wo finden... Moment. Ja, es sah nur so komisch aus. Wir suchen jetzt eine Taschenlampe, damit wir den Bösen auch heimleuchten können. Das ist immer noch zu. Das ist bei den Jungs. Nope. Hier ist wieder nur das Buch. Okay. Müsste auf sein. Ist nicht auf. Probieren wir so. 5, 6, 5. Ja. So wie es aufgeblinkt hat in der Reihenfolge. Okay. Taschenlampe. Erstmal gehen wir zum Fernseher. Nope. Engels Taschenlampe. Tischdeko. Wir sind da durchgegangen, wurden geschnappt. Engels Taschenlampe. Sprinten wir durch. Jetzt. Ignorieren wir gerade, dass ich den Arm durch die Wand zum Türengriff gesteckt habe. Nee. Hallo? Oh,
Oh lol, ist das der... Ist das der Hausmeister aus dem ersten Teil? Auch kein richtiges Spielebild, also... Kann kein Next-Gen-Spiel sein, wenn es keine Spiegelbilder kann. Warte. das wollte ich vorhin schon gucken. Muss ich für Spiegelbilder... das machen. Nö. Dann nicht. Ist er das aus dem ersten Teil? Er hat eine Unterhaltung mit Gott, ich sehe schon. Wir haben eine Karte gefunden, zumindest das. Ah, da bist du ja, Tom. Bei so viel Bösem muss es ja auch ein wenig Gutes geben. Das eine existiert nicht ohne das andere. Schön, dich zu sehen. Hey, ich finde den Weg nach draußen nicht. Können Sie mir den Ausgang zeigen? Kannst deinen Arsch drauf verwetten. Natürlich, Tom. Das Werk wird seinen Schöpfer leiten. Ich wollte etwas aus dem Keller für dich holen, aber jetzt kannst du es selbst tun. Viele Köche verderben den Brei. Was soll ich aus dem Keller holen? Und mein Name ist Alan, nicht Tom. Ja, aber ein Mann mit einem Werkzeug zählt für zwei, Tom. Nicht wahr? Und ein Mann mit Werkzeug kann seinen eigenen Ausgang bauen. Es liegt in einem Schuhkarton im Keller, wo du es zurückgelassen hast. Sicher wie in den Taschen des Herrn. Hier ist der Schlüssel. Ich musste den Keller finden, den der Hausmeister erwähnt hatte. Ich versuche, dem dunklen Ort zu entkommen. Irgendwelche Vorschläge? Wer über seine Probleme jammert, wird fest von ihnen umklammert. Ist nicht einfach, rauszukommen. Aber keine Sorge, Tom. Die Heimat ist, wo das Herz ist. Ich denke oft darüber nach, wenn ich den Boden wische und in eine Pfütze starre. Wasser ist das Gedächtnis der Welt. Es findet immer einen Weg. Deshalb erinnern wir uns gerade daran, was passiert ist, als wir zusammen mit den FBI-Leuten dann diese Pfütze gestarrt haben. Und wir müssen den Keller finden. Keller. Verlassen. Lager. Lobby, Bühne. Hier vorne rum. Erdgeschoss, Keller.
Irgendwas. Schuhkarton. Wo ist denn ein Schuhkarton? Kellerlager, Werkstatt, Wäscherei. Eine alte Lampe in einem Schuhkarton. Hatte der Hausmeister sie für mich zurückgelassen? Oh ja. Unsere Engelszeichnung. Die Lampe schien bedeutend. Ein Werkzeug zum Erhellen der Dunkelheit. Ich spürte eine magnetische Anziehungskraft zwischen der Lampe und dem Licht darüber. Wow! Als das Licht in meine Lampe sprang, veränderte sich der ganze Raum. Wie ein Ort in einem Traum. Und ein Weg öffnete sich. Die Lampe surrte, die Glühbirne glühte. Diesmal behielt sie das Licht. Vielleicht könnte ich das Licht erneut verändern, um einen Ausweg zu erschaffen. Ich spürte eine weitere Woge der Lampe. Ich konnte sie erneut benutzen. Das Leuchten meiner Lampe wurde zum Licht im Raum. Das Licht hat etwas Neues aus der Dunkelheit gelöst. Okay, das heißt, wir müssen jetzt auch immer aufpassen, dass wir Hindernisse wegmachen können und wieder hinmachen können. Verlassen. Okay. Mich ertränken. Ich verliere mich. Ich muss kämpfen. Ich muss mich erinnern. Der Klicker, der Lichtschalter. Ich habe ihn verloren. Aber ich habe die Lampe, von der Schalter stammt. Dieser Ort ist ein Albtraum. Nicht real und doch realer als alles andere. Der Schrecken ist kein Hirngespinst. Er labt sich an meinem Verstand, verwandelt alles in eine psychotische Realität. Ich bin gefangen. Ich schreibe, um zu entkommen. Ich habe es schon viele Male versucht, unzählige Geschichten geschrieben. Zu viele, um sie zu zählen. Ich versage immer wieder, aber ich muss es immer wieder versuchen. Ich nutze die Geschichte, um weiter vorzudringen. Jedes Wort ist ein weiterer Schritt in die Dunkelheit. Ich tauche zum Grund, um die Antwort zu finden. Die Karte, den Kompass und den Schlüssel für die Tür zu meiner Freiheit. Aber wie öffnet man eine Tür, die keine ist? Am Grund eines Meeres, das kein Meer ist. In einem See, der kein See ist.
Okay, dann machen wir hier im nächsten Part weiter. Ciao, Leute.